Wir haben mal wieder eine schicke Treppe fertig gemacht. So, wir machen mal einen kleinen Rundgang hier und gucken uns mal diese schöne Einhörntreppe im Hafendesign an. Natürlich wieder mit unseren coolen Wildeichenstufen. Diesmal ein Grabenlook ohne Baumkante. Wieder einzelne Risse schön vergossen und schöne Details. Jede Stufe ist anders. Auch wieder mit dem Doppelstripe-Handlauf. Und mit dem coolen Hafen. Die Hafen gehen jetzt mal bis unter die Decke hoch. Also das heißt, wir haben die wirklich bis hochgezogen. Und das sieht natürlich auch irgendwie richtig cool aus. Gerade was jetzt hier auch mit den Lampen noch ist und den Lichteffekten, dass sich das hier überall so ein bisschen widerspiegelt. Mit den Lampen haben wir auch übrigens mit den Kunden so ein bisschen abgestimmt, dass die wirklich super zum Konzept passen oder zum Design. Eben nachher später auch diesen Schattenwurf bilden. Und so schaut das Ganze von hinten aus. Wunderschöner, schlanker Holm, hier außen 160x80 und wir gehen einfach mal schnell die Treppe gleich nochmal hoch, aber hier nochmal die schicken Stüfchen. So, und das Ganze sieht von oben dann wunderschön aus mit diesem Umschluss hier und dem Glaselement. Und hier sehen wir eben jetzt die Hafen, wie sie bis hoch an die Decke sind. Sie sind dann quasi oben in ein U-Profil eingeschachtelt oder reingesteckt und mit einem leicht asynchronen Abstand, also immer so ein bisschen 100 mal 80, 180, 180, sodass eben nicht eine gewisse Symmetrie, sondern ein bisschen ungleichmäßig ist. Und so wirkt das Ganze richtig cool. Transparent, trotzdem sicher, passt eigentlich. Ein schönes Konzept, also mir gefällt es, gerade wenn das von oben bis runter geht, diese Linie, sieht das natürlich wirklich richtig, richtig, richtig cool aus. Ja, das war es denn eigentlich schon gewesen. Dann gehen wir nochmal runter und schauen uns dabei mal die schönen Stufen nochmal an. Hier sehen wir mal wieder schön, dass wirklich jeder ein Unikat ist und das besondere Massivholz aus einem Stück. Gerade dass die erste hier vorne noch mit diesem eingegossenen Astloch, das sieht natürlich richtig cool aus. So, gut, das war's gewesen. Bleibt gespannt. Bis dann.